Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier in Schätzelein Holla die Waldfee. Da fällt echt also jeder vom Glauben ab, der den Preis hält, würde ich mal so sagen. Denn das ist der Niche Beauty Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, sowohl Nicole als auch ich mussten ein bisschen schlucken, denn sie stellt ihn auch gerade vor. Für eine zweite Meinung schaut gerne bei ihr vorbei. 299 Euro kostet das Schätzelein. Soll aber einen Warenwert von 1280 Tacken haben. Mal gucken. Also ich bin sehr gespannt. Es ist dieses Jahr nicht mit den Säckchen, so wie wir das normalerweise kennen von diesem Adventskalender, sondern es ist halt wirklich in so einer Box. Ich setze euch einen Link in die Infobox. Ne? Das ist, glaube ich, sogar ein Affiliate-Link. Hier sind unterschiedliche Boxen drin enthalten, die sich dann wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen aufteilen, denn ich glaube nicht, dass wir nur 11 Boxen haben. Nein, das sind 24. Ne? Und ja... Ich bin gespannt. Ihr auch? Sehr teuer, sehr hochpreisig, wahrscheinlich sehr pflegelastig. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Zappi, ne? Ich meine, das ist ein schweres Teil, definitiv. Aber puh, mal gucken, was wir hier drin finden. Ich glaube, online stand der Inhalt. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich starte natürlich am 1. Dezember. Ach so, was ich hier nicht drin akzeptieren würde, sind eigentlich so richtig kleine Mini-Größen. Es sollten schon Originalgrößen sein. Die Boxen sollten gerne ausgefüllt werden, so wie das hier auch der Fall ist. Da haben wir als erstes von You Beauty The Super Hydrator drin. Ach so, und ich möchte halt nicht irgendwie, dass super viele Produkte von einer jeweiligen Kategorie hier drin sind. Es sollte schon ausgewogen sein, denn das ist ein Adventskalender. Da kaufst du einen Adventskalender und dir nicht drei, vier unterschiedliche. Wisst ihr, was ich meine? Bei dem Preis. 15 Milliliter haben wir hier drin. Ja, for face und... Ja, das ist ein mit Peptiden, Hyaluronsäure und Panthenol. Ich würde sagen, dass das eine Art Serum sein wird. Die Marke habe ich auch schon mal gesehen. Da habe ich auch schon was von verwendet. Das ist ganz schön gewesen. Auf die gereinigte Haut auftragen, nur zur äußeren Anwendung. Ich würde wirklich sagen, dass es wie ein Serum ist, ne? Okay, ja. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, ne? Das ist aber... Plastik und nicht Glas, das hätte ich tatsächlich sogar anders erwartet, aber ich finde es schön. Ja, haben wir hier ein nices Serum drin, denke ich mal. Ist natürlich auch super edel mit diesen mattschwarzen Boxen. Das ist der 2. Dezember und der ist sehr, sehr schwer. Und ja, die Boxen, die sind wirklich gut gefüllt. Jedenfalls bislang. Da habe ich von Muta ein Body Contour Serum drin mit 100 Millilitern. Das ist natürlich interessant. Das benutzt du morgens an deinem Körper. Und ja, an den Stellen, wo du entsprechend halt die Straffung haben möchtest und die Feuchtigkeitsspendung. Okay, danach sollst du dann Body Oil oder Body Butter auch von Muta verwenden. Ja, Cross-Selling ist immer gut, ne? Also wenn ich das nur morgens anwenden soll, dann hört sich das für mich so an, als würde der Effekt jetzt nicht Ewigkeiten lange anhalten. Zieht euch das mal rein, wie schön das aussieht. Ha, meine Güte. Ich dusche ja abends, ne? Ich würde es ja sonst abends verwenden. Vielleicht geht das auch abends. Ich glaube, das ist hier unten auch richtig Glas. Super schwer. Boah. Auch. Also das ist natürlich High-End, ne? Das merkst du irgendwie wohl. Und wie wir alle in den letzten Jahren gelernt haben, sobald du einen Beileger hast, also quasi eine Gebrauchsanweisung oder halt eine kleine Mini-Inhaltsstoffliste, wie auch immer man das nennen mag, in so einem Produkt, spricht das meistens dafür, dass es teuer ist. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine etwas leichtere Nummer 3. Vielleicht haben wir hier dekorative Kosmetik drin. Nee, ein Typchen. Und zwar ist das von Dr. Levy. Das ist auch eine sehr hochpreisige Marke. Eine Intense Stem Cell Booster Cream. Okay, das ist fürs Gesicht eine Gesichtscreme. Hier haben wir drin enthalten 20 Milliliter. Und Dr. Levy ist auch eine Marke, die hatte ich letztes Jahr auch in dem Niche Beauty Adventskalender. Da wird jetzt preislich ein bisschen was abgehen, ne? Und Stammzellen sind ja wirklich immer so eine schöne Sache, Slow-Aging-mäßig unterwegs und auch regenerativ für die Haut ganz gut geeignet. Ich habe zum Beispiel auch so eine Stammzellenampulle, die ich von Dalton super gerne verwende, die C-Ampulle. Und die verwende ich nicht nur im Gesicht, sondern zum Beispiel auch immer auf meiner Kaiserschnittnarbe. Und ich finde schon, dass die geholfen hat und auch noch im Nachhinein weiter hilft, ne? Dass quasi alles ein bisschen smoother da aussieht. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, ein Parfüm. EM Molecule 01. Aha. Das ist das Eccentric Molecules Parfüm 8,5 Milliliter. Das ist so ein ganz besonderer Duft, der halt immer unterschiedlich wohl riechen soll und auf Molekülbasis arbeitet. Also das ist eine ganz andere Art von Duft.
hatte ich schon mal so in einer anderen Duftrichtung von denen da. Hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ne? Ich feiere es definitiv, dass wir das hier als Sprüher haben. Ich glaube, Nicole wird hierauf richtig steil gehen. Ja, weil das riecht mir persönlich zu unisex, zu herb einfach. Da gibt es halt auch keine Möglichkeit, eine richtige Duftbeschreibung für abzugeben, weil ich glaube, dass gar keine richtigen Duftkomponenten hat. Das ist halt immer eine ganz fancy Geschichte damit. Heißt, nichts für mich, wird weiterwandern. Schade, Schokolade. Weiter geht die wilde Reise am 5. Dezember, einen Tag vor Nikolaus. Und hier haben wir eine Mascara drin. Oh, die habe ich, glaube ich. Ich glaube, ich habe die mal aufgebraucht. Das ist die Pro Lash Lift Mascara von Sweet. Sweet, genau. Eine richtig tolle Marke, muss ich wirklich sagen. Ich kann euch hierzu am besten gleich das Bürstchen mal mit einblenden. Die sind nämlich meistens ziemlich fancy, dass man denken würde, hä, was macht die überhaupt? Aber ich habe zum Beispiel die Cloud Mascara davon und die ist richtig, richtig toll. Also die hält gut, die macht tolle Wimpern. Wenn ihr die also im Adventskalender drin habt, freut euch sehr darüber, denn die ist klasse. Wow, Nikolaus ist aber ein Brocken. Das ist ein sehr, sehr großes, sehr, sehr große Box, was ich ja richtig toll finde. Irei. Okay. Viele Marken davon kenne ich einfach auch nicht, ne? Wow. Das ist die Eye Revive Cream mit 15 Millilitern und das soll abschwellend wirken, aufhellen und verengen. Und Leute, guckt euch das mal an. Das hier ist die Umverpackung von 15 Milliliter Augencreme. Und so riesig sieht das Moped aus. Also das ist schon edel. Das ist schon richtig geil. Auch hier natürlich, ne, so eine kleine, lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ich bin gerade vollkommen baff, wie wunderschön das bitte aussieht. Ist aus Glas, finde ich wundervoll. Also das werde ich super gerne mal ausprobieren. Ich mache das ja wirklich so, dass ich auch verschiedenpreisige Sachen für euch austeste, dass ich halt auch wirklich irgendwann so ein umfassendes Wissen habe über Pflege, über Make-up und so, ne? Und ja, das ist natürlich der Burner schlechthin. Geil. Ich weiß auch nicht, mit Lymph-Active-Komplex soll das sein, mit Koffein, Bioretinol, da muss ich persönlich ein bisschen aufpassen, nicht morgens verwenden und wahrscheinlich auch nicht jeden Tag für mich. Dann haben wir Kakadu-Pflaumenextrakt, interessant, da ist irgendwas mit Vitamin C auch richtig doll am Start, ne? Ja, doch etwas mit Vorsicht genießen für mich. Da würde ich euch generell auch empfehlen, wenn ihr dann so geile Adventskalender auspackt, euch vorher vielleicht so ein bisschen über die Inhaltsstoffe zu informieren. Ich hatte das, als ich die Charlotte Tilbury Sachen ausprobiert habe. Das war aber so ein Test für mich, ne? Da habe ich auch hier ein Video zu gedreht. Da ist es mit der Augencreme gar nicht gut gegangen bei mir. Nee, die Nummer 7. Es sind so viele Marken, die man eigentlich so nicht kennt. Aber wenn man zum Beispiel bei Niche Beauty manchmal diese Wundertüte mitbestellt oder so, dann kennt man die schon so ein bisschen. Kat Burki ist das. Lift and Fill Form Control Marine Collagen Gel. Das ist etwas mit 15 Millilitern. Hier würde ich auch davon ausgehen, dass wir ein Serum haben, dementsprechend unser zweites Serum schon. Ja, auch hier edle Verpackung ist aus Glas hier unten. Ne? Und ich mag auch richtig gerne dieses schimmernde Grün. Also das sieht wirklich hübsch aus und das passt tatsächlich für mich auch sehr, sehr gut in einen Adventskalender rein. Ja, und Kollagen ist ja etwas, also im Prinzip ist da ja kein Kollagen normalerweise drin, sondern es ist irgendwas drin enthalten, was die Kollagenbildung der Haut anregen soll. Ne? Weil die Haut ja ab einem gewissen Alter, ich glaube Mitte 20 ist das, nicht mehr so das Kollagen produziert und es eher abgebaut wird in der Haut und dann wird das alles ein bisschen schlaffer. Und dann kann man so ein bisschen mit Cremes und so weiter nachhelfen. Mache ich ganz gerne. So, die Nummer 8 darf jetzt noch mehr machen, dass es kracht. Dekorative Kosmetik. Consciously Crafted Beauty Gucci Westman. Ist das Westman Atelier? Ja. Nice. Kohl Noir. Es ist einfach ein Kohlkajal. Können wahrscheinlich viele gut gebrauchen, ne? Das ist schade. Für mich ist es schade. Für andere ist es großartig. Das wird sehr wahrscheinlich auch eine Originalgröße sein mit 1,14 Gramm. I Love You Eye Pencil. Das ist natürlich sehr charmant, ne? Ach Mensch, Westman Atelier macht ganz tolle, sehr, sehr teure und hochpreisige Produkte. Und hier haben wir jetzt einfach mal die Möglichkeit, ein bisschen Luxusluft zu schnuppern, indem wir uns einen holzanspitzbaren Kajal von denen aufgeben. Ich glaube nicht, dass man so viel Geld für einen Kajal oder für einen Eyeliner oder für einen, ne, das muss man nicht dafür ausgeben. Aber wenn du es hier mit drin hast, freut man sich doch eigentlich drüber. In der Nummer 9 dürfen wir uns jetzt über die nächste Schatzsache freuen. Von M ist das nämlich, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Ja,
ich verwende sowas, ich bewerbe sowas aber nicht. Also Leute, so viele Kooperationsanfragen, wie man für sowas bekommt, ne? Hair and Scalp Boost. Mit D-Biotin, Folsäure und Zink ist das. Das soll für einen Monat reichen mit 60 Kapseln. Weiß ich nicht. Nee, freue ich mich jetzt nicht so drüber. Auch wenn ich sehr wahrscheinlich verwenden werde, aber brauche ich nicht in einem Adventskalender haben, bin ich ehrlich. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Hoffentlich mit einem Produkt, was ich etwas mehr feiere. Ja, Paula's Choice haben wir hier drin. Das ist ein super beliebtes Produkt. Das ist, oder generell die Marke ist ja sehr beliebt, ne? 88 Milliliter von dem Exfoliate Skin Perfecting mit 6% Mandelsäure und 2% Milchsäure. Und ja, so schaut das einmal aus. Paula's Choice ist eine, wie gesagt, sehr beliebte Marke. Deswegen macht es definitiv Sinn, das hier mit reinzupacken. Und auch, dass wir hier einfach ein Produkt haben mit so einem chemischen Peeling, ist, glaube ich, auch ganz schön. Ich denke auch, dass das Ganze eher so in die Richtung PHA gehen wird. Hier ein Video über Peelings natürlich. Dass es quasi eher eine mildere Sache ist. Ne? Ich teste mich aktuell wieder vorsichtig an die ganzen chemischen Peelings ran, dass meine Haut auch dran gewöhnt wird. Und ich denke, dass das... Nee, hier steht tatsächlich AHA ist damit drin. Okay, das ist dann mehr so in die Slow-Aging-Richtung. Okay, genau. Ja, 8% AHA. Und um die obere Etage abzuschließen, schauen wir jetzt mal in die Nummer 11, die erste Schnapszahl rein. Auch hier ein winzig kleines Produkt, okay. Den kenne ich tatsächlich nicht. Simi Haze Beauty Super Slick Lip Balm mit 1 Gramm. Puh, ja, da weiß ich jetzt nicht, wie das Preis, also ne, wie das Preisgefüge von der Marke so aussieht in der Farbe Dune 07. Okay, oh Gott, wie süß. Du bist ein Lip Balm? Das sieht wirklich irgendwie total fancy aus. Okay, das wird nicht günstig sein. Das ist jetzt kein 2 Euro Lippenbalsam, ne? Okay, sehr fancy. Wie mache ich dich auf? So? Ach, guck mal. Nee. Was ist das denn? Das ist eher ein Lippenstift als ein Lippenbalsam. Aber oh, da ist nicht ganz so viel drin, ne? Sieht sehr, sehr crazy aus. Also wirklich ein brauner Lippenstift. Komm, wir swatchen den. Ich bin jetzt mal so frech. Aber ein Hauch von, wenn du den nur... Nee, das ist ein bisschen My Lips But Better oder My Lips But Browner. Das ist irgendwie cool. Warum habe ich das gerade so merkwürdig gemacht? Ich hätte auch einfach so machen können. Egal, verrenken kann sie sich, ne? Nee, das finde ich irgendwie doch cool. Ich habe hier eine riesige Nummer 12, die irgendwie nicht raus will. Hallo? Au. Wie kriege ich das denn raus da? Muss ich hier ein bisschen Tetris spielen und erstmal andere entfernen, glaube ich. Sehr schön. Hier haben wir den 12. Dezember. Oh, hier sind 2 Produkte drin, wovon eins ein bisschen demoliert ist. Das ist einmal, sehr passend, von Argent Nature Holy Bright Resurfacing Glass Face Mask. Oh, mit 30 Millilitern. Und damit soll man dann eine neue Haut bekommen, eine neue Oberfläche. Holy bedeutet übrigens strahlend. Oh. Das machst du, du lässt das für 30 Minuten drauf. Das finde ich krass. Und du sollst es 3-mal pro Woche verwenden. Holla die Waldfee. Da ist Seide drin. Hyaluronsäure, Gurke, Milchsäure. Okay, soll wohl krass sein. Ich finde es irgendwie wirklich, diese matten Verpackung, das ist schon eine edle Sache, ne? Hier haben wir dann einmal den Tiegel, ist ein Glastiegel mit einem super handschmeichelnden Deckel. Also finde ich sehr angenehm in der Hand. Und dazu haben wir passend dann auch noch den Pinsel, der nennt sich Wooden Face Mask Brush mit 12,44 cm. Also das ist meine Maßangabe. Also Wooden, ist das wirklich aus Holz? Das ist natürlich crazy. Ich habe einen von Barbour seit Jahren in Anwendung, mit dem bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Aber ja, hier ist ja dann theoretisch auch noch mal einen mit dabei. Schön. Schauen wir mal, wie die zweite Halbzeit so abgeht. Hier habe ich den 13. Dezember und das ist wirklich bis auf Anschlag hier, glaube ich, gefüllt. Yo, wow, von Jisoo oder Gisu. Das hier kommt raus, krass. Da haben wir drin die Honey Infused Hair Mask mit 75 Millilitern. Sowas finde ich schön. Honig ist ja wirklich so ein nährender und glanzgebender Inhaltsstoff, ne? Eine Haarmaske mit Honig steht hier auch einfach drauf. Sehr schön. Das lässt du 5 bis 10 Minuten drin. Das finde ich doch relativ lang, muss ich sagen. Ich habe ja die Haarmaske bei mir meistens in den Längen und Spitzen drin, während ich so zum Beispiel meinen Körper peele, mein Gesicht peele, ne? Vielleicht auch nochmal mich zu rasieren.
Da muss ich da ein bisschen länger warten, weil so lange würde ich jetzt nicht das Wasser laufen lassen. Aber schön, ist glaube ich auch eine recht gute und bekannte Marke. Können wir das aufmachen? Ich will mir ja schon so ein bisschen den Tiegel angucken. Okay, das ist Hartplastik, ne? Und so schaut der Tiegel aus. Finde ich aber schön gemacht. Das ist jetzt so ein bisschen gekippt auf Seite. Hier sind auch drinnen ganz viele Blumen und so abgebildet, ne? Das finde ich ja auch ganz interessant. Der 14. Dezember. So ein bisschen kleiner. Oh, Milk Make-up mit zwei Produkten. Das finde ich klasse, denn wir haben hier zweimal von Milk so einen Lip and Cheek Stick drin. Und das ist einmal mit 6 Gramm ist der Blush und mit 5,7 Gramm ist der Bronzer Stick. So schauen die beiden Schätze aus und schon wieder verdreht sie ihre Hand so merkwürdig, man weiß nicht warum. In der Farbe Work und in der Farbe Toasted habe ich das hier drin. Okay, ich glaube, ich hatte die mal in einem anderen Adventskalender, deswegen werde ich die jetzt mal nicht swatchen. Ja, vor allem den Blush, ne? Das weiß ich auf jeden Fall. Genau, hier haben wir auch eine wirklich wunderschöne Farbe. Ich habe aktuell auch einen Cream Blush von Honey in Anwendung. Der ist relativ ähnlich. Ich habe heute sehr viel Blush drauf. Ich sehe es, ich habe mich geschminkt, da war es nicht ganz so hell. Ist ein bisschen viel geworden, ne? Ich lieb's. Okay, du hast hier einmal diese Kappe und hier drauf ist noch eine Kappe. Behalte die, tut die nicht weg. Weil wenn die drauf bleibt, dann hast du auch wirklich ein Produkt, also das trocknet da nicht so schnell aus. Ansonsten trocknet dieser Stick super schnell aus, ist so meine Erfahrung damit. Also hier haben wir, wie gesagt, einmal die Farbe Work und dann die Farbe Toasted. Ich glaube, der könnte ein bisschen braun sein, Bronzer, Claudi. Ein bisschen warm oder dunkel für mich, da muss ich mal gucken, weil ich bin ja wirklich super hell, ne? Und wenn halt solche Adventskalender Bronzer drin sind, passen die mir eher selten. Da muss ich nochmal schauen, mir Swatches anschauen. Könnte ganz gut funktionieren. Da müssen wir nochmal, also recherchieren hier, ne? Genau. Denn ich gebe ja einen Großteil von den Adventskalendern Sachen, Inhalten weiter. Sei es, dass ich sie spende oder ich verlose sie und so. Deswegen aber richtig geil, dass wir hier zwei drin haben. Der 15. Dezember ist jetzt hier und der ist auch relativ schwer. Unser Freund Augustinus Bader ist natürlich auch hier mit drin, aber die Creme ist genial. Die ist nicht so viel wert, wie sie kostet, würde ich persönlich für mich so entscheiden. Also mir ist sie das Geld nicht wert, aber ich finde sie richtig geil, vor allem in der Winterzeit. Denn es ist die The Rich Cream mit TFC 8 und ja, das sind 15 Milliliter drin. Die ist extrem reichhaltig. Ne? Also wenn ihr wirklich genauso wie ich eine pupstrockene Haut habt, gönnt euch hart. Die ist perfekt dafür geeignet, gerade im Winter. Ansonsten, wenn ihr so eine ölige oder Mischhaut habt, ist das wahrscheinlich ein bisschen viel. Aber ich finde die super. Also schön, dass sie drin ist und es ist auch wirklich ein sehr hochpreisiges Produkt, ne? Eine relativ kleine, aber sehr wahrscheinlich feine Nummer 16 befindet sich hier bei uns. Bei uns vor allem, ne? Oh, das ist von Pi, The Impossible Glow Bronzing Drops. Die hatten wir auch schon in irgendeinem anderen Adventskalender, da hatte ich die auch geswatcht. Da sind 10 Milliliter drin enthalten. Wobei, nee, das war Iconic, Entschuldigung. Aber Pi ist auch eine super bekannte, ich weiß gar nicht, ob die sogar die ersten waren, die das rausgebracht haben oder ob das Iconic war. Das sind halt wirklich eher so Bronzing Drops. Das heißt, du verwendest die jetzt nicht unbedingt als Highlighter, sondern kannst du natürlich je nach Hautfarbe machen, ne? Als Bronzer. Das ist mir ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Ich mag nicht so gerne diese Schimmer, die Pimmer-Geschichten. Deswegen nicht so unbedingt mein Produkt, aber ich glaube, manche feiern das schon sehr, ne? Und hier hast du ja im Prinzip so ein Bronze-Lighter. Ja. Eine sehr leichte Nummer 17 befindet sich hier eine Woche vor Heiligabend. Oh ja, Slip, das sind sehr hochpreisige, hochwertige Haargummis, Pure Silk Skinnies. Genau, da haben wir, glaube ich, 3 Stück drin und die haben echt immer einen krassen Wert. Ich falle da immer hinten über, muss ich gestehen. Ja, finde ich schön und Seide ist immer ganz gut für die Haare, weil das dann nicht so reibt, ne? Das ist auch zum Beispiel als Kopfkissen immer richtig genial. Und hier hat man dann einfach mal aus purer Seide Haargummis. Das ist sehr angenehm für die Haare, sehr, sehr wohltuend, schützt vor Haarbruch, vor was auch immer, ne? Und dementsprechend kann man sich darüber freuen. Übrigens sind hier 2 drin enthalten und nicht 3 wie angenommen, weil normalerweise sind 3er-Packs die Standardgröße. Vielleicht ist es einfach eine kleinere Größe. Ich recherchiere die Preise, ne? Die Nummer 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Und dort werden wir begrüßt von I Don't Know What, DS and Durga. Ein Eau de Parfum mit 7,5 Milliliter. Ja, hier steht Sample Not For Sale drauf, aber das wird sicherlich seinen Wert haben. Da sind wir jetzt mal ganz entspannt, ne? Gucken wir mal. Das ist dann wahrscheinlich einfach keine reguläre Verkaufsgröße. Ich glaube, da werde ich mal mein Näschen dran halten und gucken, wie das so riecht. Oh, nee. Das ist mir leider zu herb.
Das ist nicht meins. Ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll. Es ist sicherlich auch ein cooler Nischenduft, aber für mich riecht das so ein bisschen zu. Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Herb. Aber nicht männlich herb, sondern. Weiß ich nicht. Komisch herb. Ich habe euch die Duftnoten eingeblendet. Dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. Aber meins ist es echt nicht. Schade, dass wirklich beide enthaltenen Düfte nicht ganz so meine Welt sind. Da bin ich eher bei dem Parfumerie Adventskalender. Auch wenn das sehr, sehr kleine Produkte sind, die drin enthalten sind. Aber für eine für mich angenehmere Duftreise würde ich den definitiv verwenden. Die Nummer 19. Lisa Eldridge. Hallöchen. Luxurious Lucent Lip Color. Ein Lipstick mit 3,5 Gramm in der Farbe Palazzo. Lisa Eldridge ist wirklich eine sehr, sehr interessante Marke. Ich glaube, vor Jahren hatte ich mal bei Franka von Frankas Favorites gesehen, dass sie auch das ein oder andere Mal so vorgestellt hat und getestet hat. Ne? Fand ich da schon so interessant, aber da bist du nicht so leicht dran gekommen. Scheint es jetzt mittlerweile auch bei Niche Beauty zu geben, was ich sehr, sehr begrüße. Schauen wir mal. Da haben wir auf jeden Fall, nachdem ich das Ganze hier erstmal ausgepackt hatte, ne, einen wunderschönen goldenen Lippenstift-Bullet, was natürlich richtig geil ist, weil Weihnachten und so, ne? Dann ist hier auch ihr Logo mit drauf und dann haben wir hier auch einen feuerroten Lippenstift. Also das ist halt ein richtig schöner Weihnachtsrotton. Der kommt jetzt ein bisschen tomatiger, sage ich mal, in der Kamera rüber, als er eigentlich ist. Der ist jetzt nicht so dunkel wie das, was ich auf den Lippen habe, aber fast, ne? Also eine sehr, sehr schöne Farbe. Da muss ich mal gucken, ob wir miteinander was starten. Hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht eine etwas tragbarere Alltagsfarbe drin gewesen wäre, vielleicht. Wobei ich persönlich es immer schön finde, auch einen roten Lippenstift so zu finden, ne? Weil ich die jetzt in der Weihnachtszeit halt auch super gerne trage. Jetzt in der Weihnachtszeit. Es ist Anfang Oktober, Claudi. Lass die Blätter doch erstmal runterfallen, bevor der Schnee kommt. Ah ja, die 20 hatte ich eben schon rausgenommen. Die ist super schwer. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Dafür, dass sie so klein ist, ne? Oh, haben wir eine Kerze drin. Ja, Sapin, 34 Boulevard Saint-Germain d'Eptique. Das ist Bougie Parfumé. Eine Scented Candle mit 35 Gramm. Oh, die riecht nach Wald. Das finde ich großartig. Das ist für mich auch eine. Oh, guck mal, wie schön die ist, ne? Das ist für mich auch eine Art von Kerze, die ich super gerne in Adventskalendern sehe. Wenn das so tannig riecht oder so. Boah, das riecht super, super, super toll und edel. Das muss ich wirklich sagen. Mega. Ich habe jetzt hinter mir zwar auch eine Tannenkerze stehen, das ist, glaube ich, eine von Dumoul oder so, die ist aber eher dezent. Und ich glaube, bei so einer Kerze ist es, dass du die halt auch in größeren Räumen anhast und dann machst du die auch nur kurz an, dann entfaltet sie ihren Duft, dass sie halt quasi ihre Oberfläche einmal verflüssigen kann und dann würde ich die ausmachen, weil ansonsten könnte es fast schon zu viel werden. Ich finde, die riecht toll. Oi. Der 21. Dezember ist auch prall gefüllt. Ein Nagellack, ja gut, das musste sein. Das ist jetzt aber kein klassischer Rot, das ist Gitti in der Farbe 113 in der Originalgröße. Das ist eher so ein Rostrot, was ich auch mal ganz nice finde. Für mich persönlich jetzt nicht so unbedingt, ne? Ich bin halt eher bunter unterwegs, egal welche Jahreszeit. Und ja, aber ich glaube, das ist auch einfach mal was anderes. Einfach riesig ist die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl. Oh, das ist nochmal in einem kleinen Säckchen drin. Okay. Oh. Kosmos. Sacred Mist. Ein Eau de Parfum mit 30 Millilitern. Guck mal, wie schön das aussieht. Oh mein Gott, ich fall um. Das sag ich euch. Das sieht so schön aus. Das könnte so ein richtig toller Weihnachtsduft sein. Leider ist mein Stöpsel abgegangen. Oh. Ja, ich will riechen, wie das riecht. Ja, ich bin halt nicht so der Fan von der. Ne, von der Basisnote, die da erst ist, also dieses zitrische Orange oder Orangenblüte und Bergamotte. N-n. Aber ich glaube, wenn das verflogen ist, dann werden wir Freunde. Das riecht frisch, grün, waldig, irgendwie toll. Und das entwickelt sich gerade hier auch ein bisschen. Und das ist ein wirklicher Unisex-Duft, ne? Schön. Oh, und dann noch in diesem süßen Säckchen drin. Das ist für mich eigentlich eine 24. Wie interessant, dass wir das am 22. drin haben. Frechdachse würden sagen, ja, ja, ist jetzt aber auch der dritte Duft, ne? Muss gut gewesen sein. So, die Nummer 23 musste ich eben schon zur Seite stellen, weil das hier, das ist Chaos hier mit den Boxen. Auch die ist sehr schwer.
Oh, hier haben wir gleich zwei Produkte drin von Hair by Sam McKnight. Einmal haben wir den Conditioner mit 75 ml und das Shampoo Rich Cleanse mit 100 ml drin. Wie cool. Ich habe schon mich gefragt, ne, wo die Haarpflegeprodukte so bleiben, wenn du halt eine Haarmaske drin hast. Ne? Ja, aber hier sind sie. Rich Cleanse und Rich Nourish. Das sind nicht nur Reisegrößen für mal eben übers Wochenende, sondern schon kannst du dich auch ein bisschen länger dran erfreuen, sage ich jetzt mal. Tja, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich glaube, in der 24 haben wir irgendwie eine große Gesichtscreme oder so drin. Das wäre zwar die dritte oder ein großes Serum, wäre auch das dritte. Oder es ist was ganz anderes, weil die Box ist so riesig. Holla, die Waldfee. Das ist echt eine Riesenbox. Aber wir haben ja durch die Augencreme gelernt, dass die Verpackung nicht unbedingt den Inhalt ausmacht. Ganz ehrlich, finde ich so gut, wenn die Boxen ausgefüllt sind. Das war hier ja fast immer so. Nein! Dr. Barbara Sturm ist hier, ich glaube, mit einer Full Size am Start. Wow! Enzym Cleanser 75 Gramm. Wow, wow, wow. Wow. Das ist eine Marke, die ist vor allem im englischsprachigen Raum total beliebt. Ist aber eine deutsche Firma, ne? Und wenn wir hier 75 Gramm von einem Enzympeeling drin haben. Puh, da kommt es aber ewig mit aus, ne? Und Enzympeelings sind super geeignet, halt in der Zeit, wo du nicht, das ist echt Pulver, das ist echt Puder hier drin, Wahnsinn. In der Zeit, wo du halt nicht das chemische Peeling verwendest. Ich finde das gerade richtig krass. Sonst hast du so Mini-Fitzel-Proben immer oder kleine Geschichten von Dr. Barbara Sturm irgendwo drin. Und ich glaube, hier haben wir echt mal einen Klopper. Und ich brauche da nur mini wenig von. Also vielleicht ein Drittel Teelöffel, wenn es hochkommt. Nicht gehäuft. Aber hier steht nichts von Einwirkzeit. Das ist dann vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Vielleicht nicht so hoch dosiert oder so. Jetzt sagt mal was, ne? Also das ist ja der Wahnsinn. Ja, 299 Euro. Da erwartet man auch sowas. Aber man bekommt es leider nicht immer. Und ich finde es hier super toll, dass wir es eben bekommen haben. Bei den Düften sieht man halt einfach, es ist Geschmackssache. Es kann nicht jedem gefallen. Auch der Duft, den wir mit 30 ml drin hatten, den ich gerade auch noch richtig toll wahrnehme und den ich auch gerne mag, den wird auch nicht jeder mögen. Dieses blumig, nachher süßliche tatsächlich, leicht holzige, auch sehr natürliche von seiner Art und Weise. Naja, egal. Auf jeden Fall, nicht jedem wird alles gefallen. Aber ich sag mal so, wenn dir ein Großteil aus diesem Adventskalender gefällt und du die Produkte halt wirklich feierst, dann wäre das vielleicht echt eine gute Sache, sich den mal anzuschauen, weil du einfach einen riesen krassen Wert bekommst. Natürlich bezahlst du auch einen riesen krassen Batzen Geld, aber das wäre halt echt ein knaller Adventskalender, ne? Ich weiß nicht, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und dann wäre es ja auch schon wieder gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.